Herzlich willkommen, Angelikas Expert Talk, der Talktime, wo ich Experten für dich unter die Lupe nehme. Heute bei mir zu Gast René Büttner, der Steindoktor, Gründer von Science Solutions und Videomarketing-Experte. Wie sich das alles ausgeht und zusammenhängt und wie der Weg war, das erfährt ihr heute bei mir hautnah. Herzlich willkommen, René. Guten Morgen, Angelika. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. René, ich habe ja schon angekündigt, dass du wirklich einen Werdegang hattest vom Steindoktor, der du ja auch noch bist, bis zum echten Experten, Top-Experten, YouTube, Video und so weiter. Bevor wir aber auf das alles eingehen und sozusagen genau auf deine Kunden und was du da für Probleme löst eingehen, möchte ich gerne mal bei dir starten, ganz am Anfang. Woher kommst du ursprünglich und wie bist du denn überhaupt aufgewachsen? Was sind das so sozusagen deine Wurzeln? Also ich bin geboren in Berlin und bin seitdem immer Berliner geblieben. Mhm. Habe zwei Kinder, 7 und 13 Jahre und arbeite hier im Haus meiner Mutter und meiner Schwester und wir haben hier eine Familie zusammen und mein Büro ist hier und wir unterstützen uns hier gegenseitig. Okay, das heißt, du bist ein Ur-Berliner, ein wirklich eingefleischter Herzens-Berliner. Genau. Das ist schön. Und wohnst sozusagen in so einem Familienverband, könnte man das so sagen? Nein, ich wohne in einem Haus bei mir alleine, aber ich komme hier ins Haus meiner Mutter und Schwester und arbeite von hier aus, weil mein Vater ist leider etwas früh gestorben und alleine könnten jetzt meine Mutter und Schwester das Haus nicht finanzieren. Darum habe ich jetzt gesagt, okay, dann komme ich hierher und habe meine Firma halt hier im Haus. Okay, du hast ein Büro dort angesiedelt. Genau. Mhm. Kannst du uns erzählen, wie du hast jetzt gesagt, du hast eine Schwester, wie bist du aufgewachsen? Wie kann man sich das vorstellen, sozusagen, wie wurde der René Büttner, der kleine René Büttner, der in Berlin aufgewachsen ist, sozusagen zu dem Mann, der so viel heute auf die Beine gestellt hat? Irgendwie hat sich das alles ergeben. Also aufgewachsen in Berlin-Neukölln. Mhm. Dann sind wir ein bisschen ins Ländliche rausgezogen, nach Rudow, also im Süden von Berlin, mehr grün. Und habe dort mein Abitur dann gemacht, habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt und habe dann bei Rapp Karcher, das ist ein Großhandel für Naturstein und Fliesen, meine Ausbildung gemacht und wurde da auch übernommen dann und war im Außendienst oder Fliesenleger betreut. So. Und da kam so meine Liebe zum Naturstein das erste Mal so zum Vorschein, also dieser schöne Stein. Und ich war dann auf verschiedenen Fortbildungen und auf einer habe ich dann Menschen kennengelernt, die in Berlin auch eine Firma gründen wollten, diese Sanierung von Natursteinen. Und mit denen habe ich mich dann zusammengetan, habe gekündigt und habe mich selbstständig gemacht vor ungefähr 23 Jahren. So. Oder noch persönlicher. Also noch. Was gute Einblicke gibt. Das ist schon gut. Das heißt, vor 23 Jahren, du hast ja wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Selbstständigkeit. Genau. Und wie schaut denn so ein normaler Tag bei dir aus? Heute oder früher? Ja, vielleicht eigentlich auch spannend, so wie du das ansprichst, früher und heute. Weil du bist ja jetzt sozusagen von damals, wo du gegründet hast, vor 23 Jahren als Steindoktor oder jetzt in diesem mit Natursteinen in dem Bereich, bist du, wo du heute bist und sagst, okay, du bist YouTube-Experte, Video-Experte und Gründer von Science Solutions, hat sich natürlich schon was geändert. Wie war es damals, wie ist es heute? Also es ist elementar anders. Mhm. Also ich habe angefangen als in der Natursteinsanierung und hatte davon aber gar keine Ahnung. Hatte also nur einen Partner, der mir dann alles nach und nach beigebracht hatte. Und das lief auch sehr gut am Anfang. Und wir hatten schon nach einem Vierteljahr so den ersten großen Auftrag hier in Berlin, eine Fläche von 2000 Quadratmeter zu sanieren, a 200 Euro, das waren 400.000 plus 10 Jahre 60.000, war ein Auftrag über 1 Million, dachte ich, Selbstständigkeit ist ja einfach. Leider hat dann mein Partner die Firma aufgelöst und hat es mit seiner eigenen Firma gemacht, den Auftrag, sodass ich also nach 4 Monaten wieder gar nichts hatte. Also kein Job mehr, keine Ahnung und keine Mitarbeiter. Und dann habe ich ja gesagt, jetzt das macht ja eigentlich schon Spaß und habe dann wieder komplett von null angefangen, was ein bisschen schwierig war, wenn man keine Ahnung von dem Metier hat und auch kein Mitarbeiter, der es ausführt, weil ein Handwerker bin ich nämlich nicht. Ich habe eher so zwei linke Hände. Und da fing es halt ganz langsam an. Ich hatte keine liquiden Mittel und ich hatte keine Kunden.
Und ich hatte eigentlich nur Stress. So. Und dieser Stress setzt sich auch sehr lange fort. Wenn man immer Liquiditätsengpässe hat, wenn man immer aufsteht und nicht weiß, wo kommen die neuen Kunden her, und dann hat man aber Angestellte und da die Familien, die Verantwortung, wenn man da nicht bezahlen kann. Also es war schon gar nicht mal so einfach. Im Laufe der Zeit war das, glaube ich, jetzt auch, musste sich die Firma 2 oder 3 Mal strategisch ändern, weil auch teilweise Kunden nicht bezahlt haben und die Firma dann halt Konkurs gegangen ist oder verkauft wurde halt. So, also so ging es die ganzen Jahre, bestimmt 10, 15 Jahre, dass es sehr anstrengend war. Immer, man ist immer hinterhergerannt, den Aufträgen und dem Geld. Und das hat halt sehr viel Stress auch verursacht und auch negativen Stress bei mir auch. Bis es dann irgendwann mal dazu kam, dass ich einen Hörsturz hatte. Und das war so ungefähr vor 5 Jahren, glaube ich. Und da habe ich dann entschieden, dass ich jetzt irgendwas ändern muss, weil so kann es ja nicht weitergehen. Und ich wollte mir dann ein zweites Standbein aufbauen, indem ich im Internet, wie ja viele das machen wollen, jetzt mal hier Online-Marketing, im Internet baue ich mir irgendwie was Neues auf. Aber auch davon hatte ich ja keine Ahnung. Aber durch einen Zufall wurde ein Produkt an mich oder ein Kurs an mich herangetragen, ein Videomarketing-Kurs. Und da hatte ich 2 Partner, die haben gesagt, okay, komm, wir machen das zu dritt, wir kaufen den Kurs, 7.000 Euro, die Rechte an dem Kurs und vertreiben den. So, ja, super, dann kann ich ja lernen, wie das mit dem Online-Marketing funktioniert und baue mir ein zweites Standbein auf. Leider haben sich die beiden zerstritten und der Kurs ging nie online. Das heißt, ich hatte einen Kurs für 7.000 Euro, einen Videomarketing-Kurs, den ich aber nie verkauft habe, weil ich selber nicht konnte, weil ich keine Ahnung von Online-Marketing hatte und die anderen halt weg waren. Okay, dann dachte ich, na, wenn ich den Kurs schon mal habe, kann ich den ja auch mal durcharbeiten, und habe mir da so ein paar Videos angeguckt, habe mich vor die Kamera gestellt und habe das halt gemacht, was da im Kurs gesagt wurde. Und so habe ich dann gar nicht mein zweites Standbein, sondern ich habe gemerkt, oh, das kann ich ja für meinen Steindoktor anwenden, und habe dann angefangen, Videos zu drehen für meinen Steindoktor. Also die Probleme, jedes Problem meiner Kunden habe ich dann in einem Video erklärt, wie man das macht, und auch meine Mitbewerber auch gesagt, das kann nicht sein, warum erzählst du jetzt alles, wie es geht? Aber ich konnte mich dadurch als Experte branden. Die meisten, die mich jetzt, wenn ich so zu Termin komme, sagen, ah, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Und ja, jetzt ist es da halt gekommen, dass ich ungefähr so 100 Videos, ein bisschen über 100 Videos online habe, und die werden halt 1 Million Mal pro Jahr gesehen. Wow. Was bedeutet, dass von den 1 Million ungefähr jeder 50. auf meine Webseite, jeder 30. stellt mir eine Anfrage, jeder 50. wird ein Auftrag, so dass ich genau weiß, wie viele Videos gesehen werden, weiß ich quasi, wie viele Aufträge ich bekomme. Und es ist im Moment so, dass ich zur Arbeit komme und 5 bis 10 neue Kundenanfragen pro Tag habe. Also nichts mehr hinterherrennen muss, sondern alles passiert automatisiert. Das wäre erstmal ein guter und wichtiger Schritt. Das hat eigentlich mein Leben verändert, weil ich die Kundenakquise, also ich habe, nachdem ich dann den Hörsturz hatte, habe ich gesagt, okay, ich will nicht mehr selbstständig sein. Also nicht mehr selbstständig in meiner eigenen Firma arbeiten, dann auch noch der schlecht bezahlteste Mitarbeiter, wenn man sich so die Stunden anguckt, mit der meisten Verantwortung. Ich sagte, ich möchte eigentlich Unternehmer werden. Ein Unternehmer arbeitet ja an der Firma, nicht in der Firma. So habe ich nach und nach alle meine Aufgaben, die ich so hatte, an meine Mitarbeiter abgegeben, aber die Neukundenakquise war so das Letzte, was immer noch übrig blieb. Und das konnte ich jetzt halt auch noch klären mit dem Videomarketing, sodass ich jetzt eigentlich alles abgegeben habe und der Steindoktor alleine läuft. Super. So. Also war jetzt ja, Wahnsinn. Jetzt muss ich jetzt aber auch sagen, Hut ab, du hast ja irre lange durchgehalten. Ja, durchhalten ist sehr wichtig. Das muss man ja sagen, weil die Frustrationstoleranz ist sehr, sehr hoch, weil du sagst, okay, es hat immer wieder Rückschläge gegeben, du hast dich aber nicht unterkriegen lassen, sondern bist wieder aufgestanden. Ich weiß, dass es oft danach bei vielen dann so einen Knackpunkt gibt, wie bei dir war es jetzt Gehörschutz, wo sie sagen, okay, entweder ich ändere jetzt was komplett oder ja, ich lasse das Ganze sein. Was hat dich denn da immer wieder motiviert, dass du sagst, okay, trotz der vielen Rückschläge, bist du aufgestanden und hast weitergemacht? Ich habe mal so ein Buch gelesen. Ich glaube, das war bei Denke nach und werde reich. Und dann so eine Grafik gesehen, so der Mann im Bergwerk mit der Hacke, der dann so hackt und irgendwann aufgibt, und hätte noch einmal zugeschlagen, dann wären die Diamanten halt da gewesen.
Und aufgeben war nicht so meine Sache, auch wenn wirklich viele Sachen auch schiefgegangen sind. Also erstmal der Betrug, dann einmal zu wenig Kunden, dann haben die Kunden nicht bezahlt, dann hatte ich später 3 Handwerksfirmen, also Steindoktor, Terrazzo-Doktor, Betondoktor. Dann muss man wieder sehen, es gibt auch sowas wie Sozialneid und schwierige Sachen. Aber ich habe gesagt, ich bleib dabei und versuche, die Nummer 1 in Deutschland zu werden mit dieser Sache. Wow. Also jetzt wirklich Hut ab, einfach auch vor diesem langen Atem, den du hast, weil ich glaube, das ist eins der Grundelemente, die jemand haben sollte, wenn er selbstständig wird. Es wird ihm alles so locker und flockig dargestellt. Du wirst sozusagen von heute auf morgen da ja mit auch der Online-Marketing-Experte und reich und alles geht so. Aber es ist tatsächlich aufbauen, Unternehmer aufbauen, bedarf schon ja, einen langen Atem. Genau, so gut war ich nicht. Also ich musste den Umweg, also nicht den, sondern den nehmen. Den Umweg, ja. Aber der ist eigentlich oft bei den Unternehmern wirklich so. Man hört es immer wieder, im amerikanischen Raum ist es ja tatsächlich so, dass er dieses Scheitern oder diese Misserfolge ja erst ein Learning angesehen werden. Das Gute im deutschsprachigen Raum ist es oft so, oh, du gehst in Konkurs oder keine Ahnung. Und ja. Ich hätte dahin ziehen sollen, weil hier in Deutschland ist es anders. Da, wenn du da einmal pleite bist oder so, dann wirst du auch anders angesehen. Ja. Und auch von den Banken und von allem. Also das ist halt schwierig, da denn auch über Wasser zu bleiben. Jetzt hast du es aber jetzt wirklich geschafft. Also es ist echt so, dass du dich als der Experte auch für Steindoktor, also überhaupt als Videoexperte positioniert hast. Nein, ich habe mich erstmal als Steindoktor positioniert. Also ich bin jetzt so, also ich habe mich ja dann mit Videomarketing und Suchmaschinenoptimierung ein bisschen gekümmert. Das heißt, wenn man jetzt so Marmorreinigen Berlin eingibt, also das, was ich halt mache, dann, wenn man das bei Google eingibt, bin ich auf Platz 1 bis 10 ungefähr oder 1 bis 9. Also ich habe versucht, Marktdominanz zu erreichen, weil die meisten versuchen ja mit ihrer Webseite oder mit einem Artikel irgendwie mal auf Google Seite 1 zu kommen oder mal auf Platz 1. Aber wenn man überlegt, du hast ja 22% klicken ja auf die ersten 4 Anzeigen oder 2 Anzeigen, je nachdem bei Google, wie viele Anzeigen halt sind. Die restlichen 78% verteilen sich auf Platz 1 bis 10. Und wenn du jetzt schaffst, auf Platz 1 zu kommen, dann hast du schon mal 50% der Klicks. Das ist ja schon mal super. Aber ich versuche halt, auf Platz 1 bis 10 zu bekommen, damit ich 99% aller Klicks habe. Und das Gleiche ist so bei YouTube auch. Da, wenn du da Marmorreinigen Berlin eingibst, kommen erstmal 50 Videos von mir, dann kommt mein Konkurrent. Das heißt, ich erreiche ziemlich viele Kunden. Und das kann ich halt für jeden umsetzen, weil in manchen Branchen dauert das ein bisschen länger. Klar, wenn die Konkurrenz groß ist. Ich habe Glück als Naturstein-Sanierungsfirma, die Steinmetze, die hämmern, aber da kümmert sich keiner ums Internet. Aber trotzdem sind wir noch ganz am Anfang. Und durch diese Automatisierung habe ich jetzt halt geschafft, dass ich für mich 5 bis 10 Anfragen pro Tag habe. Aber die sind ja nicht nur in Berlin-Brandenburg, sondern deutschlandweit. Und jetzt habe ich mir halt 15 Partner in Deutschland gesucht und leite denen einfach nur eine Mail weiter und kriege dafür Geld. Okay. Also das heißt, gut. Ich weiß ja, dass du auch Kollegen von mir betreust mit den YouTube-Kanälen und so weiter, Videomarketing. Ich selbst werde jetzt auch mich natürlich von dir betreuen lassen, weil ich ja immer die Experten, die ich auch weiter vermittle, schaue, dass ich sie kenne, ihre Produkte kenne. Genau. Sehr gespannt natürlich auch, was sich bei mir tut. Mich interessiert, jetzt hast du sozusagen so eine lange Strecke von, bis du da jetzt wirklich auch angekommen bist oder jetzt den Durchbruch hattest, kann man sagen. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Woran misst du Erfolg? Ja, an meiner Gelassenheit. Okay. Also mein größtes Thema, was ich habe, ich wollte gelassen sein. Gelassen, morgens aufstehen, tun und lassen, was ich möchte, mit den Leuten, die ich möchte, und ich möchte nicht getrieben sein von irgendwas, dass ich irgendwas machen muss. Und für mich, also ich hatte da auch mit einigen Coaches viele Stunden gesprochen und im Endeffekt kam raus, für mich ist das Wichtigste, Gelassenheit zu haben. Also, ein schönes Gefühl. Ja, gelassen, erfolgreich sein. Erfolgreich und gelassen ist noch besser, aber wenn man gelassen ist, ist man ja, ruht man in sich selbst, kann man sein. Daher auch der Name, der nachher von... Okay. Ja, da gehen wir jetzt dann drauf gleich ein. Was mich interessiert, hast du so eine Vision oder einen Traum, wo du hin möchtest, wo du sagst, okay, du bist jetzt Nummer 1 da, Steindoktor, das ist echt, da hast du den Markt, die ist schon voll besetzt.
Sign Solutions hast du gegründet. Da werden wir jetzt gleich drüber reden. Was ist denn dein Traum? Wo soll es denn hingehen? Also mein Traum mit dem Unternehmernetzwerk ist halt, dass es das aktivste und sichtbarste Netzwerk halt wird hier im deutschsprachigen Raum. Weil die meisten haben ja immer nur, oder die meisten Netzwerke, die es gibt, die stellen halt eine Plattform zur Verfügung. Und dann muss aber jeder selber sehen, wie er da klarkommt. Und wir mit unserem Netzwerk sorgen dafür, dass unsere Partner alle sichtbar werden. Und durch diese Sichtbarkeit Kunden halt automatisiert generieren. So, das ist das, was wir mit dem Sein-Netzwerk machen. Ich hatte mal so Akasha-Chronik, hast du das schon mal gehört? Nein. Lesen in der Akasha-Chronik, also dieses große Ganze, was es so gibt, da kann man drin lesen und da steht halt alles drin, auch über deine Person, Vergangenheit, Zukunft und meine Aufgabe hier auf der Erde in diesem Leben, also wenn man jetzt so, ist die Weitergabe von Informationen und Botschaften, damit andere schneller an ihr Ziel kommen. Das konnte ich aber als Steindoktor gar nicht machen. Und irgendwie hat sich das dann so alles entwickelt, dass jetzt dieses Netzwerk entstanden ist. Okay, das heißt... Aber es gab noch einen Zwischenschritt dazu. Ja, erzähl. Also dadurch, dass ich ja jetzt viel Zeit hatte mit meinem Steindoktor, haben mich halt andere Unternehmen gefragt, wie ich das mache. Ja. Dass ich so gelassen bin. Und dann habe ich halt Seminare gegeben. Zum Thema Videomarketing. Also mein Weg, Videomarketing und mit Google, wie man es schafft, halt automatisiert Kunden zu gewinnen, fanden alle toll, aber nur einer von 10 hat es umgesetzt. Das fand ich ein bisschen doof. Dann habe ich einen Kurs erstellt, Videomarketing-Kurs, 22 Videos unter 2 Stunden Sehdauer und Klick für Klick, was ich gemacht habe, vom Kanal beginnen, wie man die Videos einstellt, was man beachtet, also wirklich alles vorgemacht. Man muss es nur machen und hat dann keine Ausrede mehr, warum man nicht auch 1 Million Klicks hat pro Jahr. Aber auch da, weiß ich, von 100 Leuten, die den gekauft haben, haben 2 das geschafft, mal bis zum Ende zu kommen. Und das hat mich immer irgendwie genervt, dass man was produziert und was Gutes tun will, aber die Leute kaufen dann, sind wahrscheinlich zufrieden, dass sie ja theoretisch was machen könnten, wenn sie wollen, aber keiner setzt es wirklich um. Und darum habe ich gesagt, okay, dann setze ich das für euch um. Und das war so die Entstehung von dem Netzwerk, dass ich meinen Partnern helfe, das umzusetzen, aktiv umzusetzen. Ja, super Ansatz. Also so wie du sagst, das, was du jetzt angesprochen hast, das Frustrierende für viele Kunden auf der anderen Seite, auf der anderen Seite auch für viele Experten, dass die Dinge, die sie kaufen, hier zum Beispiel gerade, wenn man sich ein Online-Business aufbauen will oder digitalisiertes Business, dass die dann nicht umgesetzt werden. Und da ist immer die Frage, woran liegt das? Das ist zum Beispiel das, was ich genau mir an die Fahnen hefte, wo ich sage, okay, muss schauen, wie ticken die Leute, wie lernen sie. Ich glaube, das ist etwas, was viele selber anscheinend nicht von sich wissen, wie sie dann eben Dinge umsetzen, wie viel Zeit einzuplanen ist und so weiter für so einen Videokurs, was ich dafür Know-how und alles benötige. Und da scheitert es anscheinend, wo immer wieder eine Diskrepanz ist, warum nachher der Kurs oder der Experte dann nicht sozusagen mit dem Kunden wirklich matcht und danach auch nicht das gewünschte Resultat dann rauskommt. Das ist schade, weil ich weiß, wie viele Experten da echt Herzblut und Hirnschmalz reinstecken. Genau. Und ja, wie viele Kunden dann auf der anderen Seite dann oft auch frustriert da sitzen und sagen, okay, das bringt mir gar nichts oder dass ich schon den 5. Videokurs da irgendwo in der Schublade habe. Was mich jetzt noch interessiert, ist natürlich, ja, vielleicht das noch. Was macht denn, du hast jetzt so viel Erfahrung schon gemacht in den letzten, weiß ich nicht, 23 Jahren. Was ist denn das Geheimnis deiner Expertise nach oder deiner Erfahrung nach, was erfolgreiche Menschen ausmacht? Ja, zum Ersten, das, was wir eben schon gesagt haben, durchhalten. Das feste Ziel haben, durchhalten. Und dann, was ich speziell in den letzten 3-4 Jahren gelernt habe, bau dir ein Netzwerk auf. Also die Lösung, die ist immer einfach. Man muss sie nur kennen. Und meistens kennen wir die aber nicht und rennen den Leuten hinterher oder rennen dem Problem hinterher. Und aber dein Netzwerk, wenn du ein gutes Netzwerk hast, kennt die Lösung und kennt auch die Lösung von Problemen, die du noch gar nicht kennst. Und das habe ich halt für mich erkannt, seitdem ich wirklich intensiv mir ein Netzwerk aufgebaut habe mit anderen Experten. Nutze ich natürlich auch das Expertenwissen der anderen. Also wenn es dann Instagram-Experten gibt, dann
dann sage ich, komm, mach du meinen Account oder lern mir das mal 2 Stunden, bevor ich jetzt alleine versuche, immer noch weiter das von null an zu lernen. Dann nehme ich mir lieber einen Experten und sage 2 Stunden hier, schul mich oder mach es einfach für mich. Also ich mache sehr viel so Bartergeschäfte. Das heißt, du gibst mir deine Expertise, du kriegst von mir das Videomarketing. So habe ich mit dem Instamann zum Beispiel gerade gesagt, wir haben das vor 6 Wochen begonnen, du machst meinen Account, dann hat er mir in 6 Wochen 5.000 Follower aufgebaut, was sehr gut war. Und ich habe seinen Videokanal gemacht und er hat in 6 Wochen 500.000 Besucher. Wow, Wahnsinn. Und das hätten wir beide niemals alleine geschafft. Mhm. Aber wenn man Synergien nachher hat und sich untereinander austauscht, dann geht es in die richtige Richtung und viel, viel leichter und viel, viel schneller. Also mein wichtigster Tipp ist eigentlich ein Netzwerk aufbauen. Absolut. Also da kann ich dir nur, wir sind ja die beiden Netzwerker hier. Also das ist sozusagen, ja, das ist das Um und Auf. Ich glaube, ganz viele, die anfangen und niemanden kennen. Das Erste, was ich sage, okay, fang sofort an, bevor du noch irgendwas anderes tust, dir ein Netzwerk aufzubauen. Ja. Vernetze dich und das ist das Um und Auf. Weil gerade im digitalisierten Markt sozusagen kommst du noch viel weniger weit, wenn du ein Netzwerk hast. Es ist schon offline und man muss auch, was ich auch immer sage, offline und online sind 2 Paar Schuhe. Das ist schon auch ein komplett anderes Business. Ja. Da muss man auch schon wirklich das einfach im Bewusstsein haben und oder Bewusstsein dafür schaffen und Netzwerk ist wirklich ja das A und O, finde ich. Ja. Ja, egal, so wie du sagst, sichtbar zu werden und einfach auch weiterzukommen. Alles zu machen. Ja, absolut. Ich möchte noch gerne auf deine Expertise des Videomarketing eingehen, damit meine Zuschauer und Zuhörer auch wirklich da noch was davon mitnehmen können. Jetzt vom Grundkonzept, jeder kennt natürlich YouTube, aber erklär mal wirklich so die Basics, wie funktioniert die Idee von Videomarketing überhaupt und was ist denn der Unterschied zu anderen Werbeformen? Naja, also erstmal ist YouTube, das bewegte Bild, viel, viel einprägsamer für die Menschen. Du kannst viel mehr Emotionen transportieren und das Videos werden auch viel, viel lieber geguckt, als einen langen Text zu lesen. Ich könnte jetzt die Prozentzahl sagen, aber die Leute gucken lieber Videos, als sich Texte durchzulesen. Wenn du jetzt Videos zum Beispiel auf deiner Webseite hast, bleiben die Leute 3-mal länger auf deiner Webseite. Was natürlich nachher auch ein Ranking-Faktor für Google ist, damit deine Seite halt, dass die Leute lange auf deiner Seite sind. Es hat eigentlich das Ziel, Kunden oder Interessierte, die bei YouTube, also der zweitgrößte Suchmaschine der Welt, die suchen Lösungen für ihr Problem. Die meisten, die bei YouTube sind, haben Probleme und wollen wissen, wie es geht, Bedienungsanleitung oder irgendwas, irgendein Problem und wollen eine Lösung haben. Und wenn du es schaffst, die Lösung denen zu präsentieren, dann kommen die von deinem Video auf deine Webseite und werden dann Interessenten oder Kunden. Das ist eigentlich das Ziel. Und so habe ich das auch bei mir umgesetzt. Ich habe jedes Problem, was mein Kunde haben kann, in einem Video beantwortet. Also ich habe jetzt nicht ein Video gedreht über Marmor, sondern ich habe ungefähr 10 Videos gedreht. Marmor reinigen, Marmor polieren, Marmor schleifen, hier Marmorflecken entfernen und zu jedem einzelnen Problem ein einzelnes Video. Und je spezifischer man das macht, desto einfacher ist es auch nachher, gleich auf Platz 1 zu landen, weil dann die Konkurrenz nicht so hoch ist. Und wichtig ist ja, die Leute suchen und die suchen genau bei ihrem Problem, die suchen ja nicht Marmor, die suchen Marmor reinigen in Berlin. Oder und da musst du dann auf Platz 1 sein. Und das ist, wenn du deinen Titel und alles so optimierst, auch gar kein Problem, weil wir stehen da immer noch am Anfang und du musst ja immer nur ein bisschen besser sein als die anderen. Darum fang jetzt an und mit den 5 Tipps nachher bist du schon besser als alle anderen. Okay, ja, die 5 Tipps, da muss ich jetzt kurz darauf hinweisen. Es gibt natürlich wie immer ein Video, wo ich meine Experten und in dem Fall halt René 5 besten Tipps entlocke zu seiner Expertise. Das könnt ihr dann natürlich nachher auf meiner Website wieder nachschauen. Jetzt bleibe ich aber, bohre ich da trotzdem ein bisschen rein. Wo fängt man dann am besten an, wenn man sich einen YouTube-Kanal aufbauen will? Ist es jetzt echt so, weil viele machen jetzt so 1 Video, 2 Videos, ist es echt die Fülle, wo du sagst, okay, du hast 100 Videos ganz spezifisch gemacht, braucht es eine Quantität sozusagen, Qualität sowieso, aber auch eine Quantität in dem Fall. Also es braucht eine Qualität, das heißt, in dem Video musst du halt wirklich das Problem deines Kunden lösen, du musst wirklich einen Mehrwert liefern, aber was nützt denn der größte Mehrwert, wenn die Leute dich gar nicht finden? Richtig. Deshalb ist die Technik, wie man ein Video hochlädt, genauso wichtig.
Und die meisten machen schöne Videos, richtig schöne Videos, aber vernachlässigen Titel, Beschreibung, Keywords und werden dadurch nie gefunden. Es ist also beides enorm wichtig. Und dann hatte ich ja gesagt, es gibt ja das Thema Marktdominanz oder es gibt die Verhältnisse, wie die Leute klicken. Ist ja schön, wenn man bei einem Thema ein Video hat. Aber viel schöner ist ja, wenn man dann 10 Videos hat zu dem Thema, weil man dann viel mehr die Möglichkeit hat, geklickt zu werden. Außerdem, je mehr Videos, sieht YouTube relevanter der Kanal und dann pushen wir mal die ganzen Videos, als wenn man nur ein Video macht. Okay. Qualität, Quantität und Technik. Und Technik, genau. Das erklärt jetzt aber auch, warum viele, die sozusagen einfach mit YouTube starten und ein paar Keywords eingeben oder Videos darauf laden, dass einfach nachher nicht sich der gewünschte Erfolg einstellt. Das hast du jetzt eigentlich damit für mich gut beantwortet. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Viele machen auch so Image-Videos. Die interessiert auch keiner. Du musst Probleme lösen, keine Image-Videos machen. Okay, das ist auch, also Probleme lösen und kein Image-Video. Oder Image-Video vielleicht nebenbei zwischendurch. Eins mal, ja. Begrüßung auf den Kanal. Einmal, um was geht es hier und was macht man? Aber dann, die Leute suchen ihr Problem und da musst du gefunden werden. Jetzt sag mal, deinen Videokurs, wo du echt so Step-by-Step alles erklärst, den gibt's noch? Den gibt's noch, ja. Das heißt, dann werde ich. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall als Link dann auch drunter stellen, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist für Leute, die echt so Selbstlearning, die können selber sich etwas erlernen und mit Videokursen lernen, die da einfach extrem von dir profitieren können. Und das ist auch sehr einfach. YouTube und Videomarketing ist sehr, sehr einfach. Man muss nur ein paar Sachen wissen. Ja. Und dann ist es wirklich einfach. Super. Und es muss zu dir passen. Das ist eine wichtige Sache. Wenn du kein YouTube-Mensch und kein Videomensch bist, dann ist halt Podcast eine Schiene oder Instagram auf irgendwas sollte man sich ja konzentrieren und nicht alles anreißen. Ja, das heißt, das stimmt. Wobei ich auch nicht gerne vor der Kamera stehe. Aber man kann ja auch Videos drehen, wo man irgendwas zeigt und dann nur redet. Also man muss ja nicht immer sich präsentieren. Aber einfach wichtig ist einfach anzufangen und zu machen, weil die Leute wollen auch nicht dieses Perfekte, sondern authentisch, wenn ich versprich's, ist egal, wenn man sich meine Videos anguckt. Aber sie werden gefunden und geklickt. Sehr gut. Ja, also du hast schon sehr, sehr viel rausgegeben. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Gerne. Wenn ihr mehr über René Büttner, den Steindoktor, Videomarketing-Experten und Gründer von Science Solutions erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich auf meiner Seite www.angelikabuchmeier.at nachschauen, denn dort findet ihr auch seine 5 besten Tipps, um mit Videomarketing Kunden zu gewinnen. Und ihr findet auf meinem YouTube-Kanal bzw. Fanpage natürlich auch den Expert-Quickie mit ihm. Ich sage euch herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und dir, lieber René, super schönen Tag und danke nochmal herzlichst für deine Expertise. Dir auch. Bis dahin. Ciao.